Ja, und da ist doch tatsächlich jetzt auch der Puschel schon da. Schau mal, wo ist denn der kleine Puschel? Hallo, mein Kleiner. Schau mal, was ich da hab hier. Schau mal, was ich da hab. Ja, du kleiner Hofknutsch. Ha? Ja, du bist ein ganz braver. Ne? Ja, du bist ein ganz braver Puschel. Schaust aus wie ein Bergesel. So heißen doch die, ne? Ja. Ja, mein Kleiner. Willst du noch eine Möhre? Gut. Ja, das ist unser Puschel, unser Neuzugang. Und wer da wird, das ist meine Maggie, ne? Hallo Maggie. Ja, ich komme gleich zu dir. Ja, ich komme gleich. Gleich kriegst du dein Möhrchen. Ja, dann sehen wir uns quasi gleich wieder bei der Maggie. So, hallo ihr alle zusammen. Ich begrüße euch auf dem schönen Kanal Angel Readings. Und du bist jetzt wieder mittendrin. Ich versuche ja so gut wie jeden Tag ein Orakel auch hochzuladen für euch, dass wir uns dann gemeinsam anschauen. Es geht ja heute mal wieder um die Liebe. Und da geht es heute mal um die Eifersucht, beziehungsweise geht es heute um die Treue. Ja, also wenn sich so ein bisschen, ja, so ein bisschen Unsicherheit einschleicht in der Beziehung, wenn man sich nicht mehr ganz so sicher ist, ob das alles noch total dicke ist miteinander, dass man noch eine Einheit bildet, dann stellt man sich ja auch ab und zu vielleicht mal die Frage, ich rede jetzt wieder aus Frauensicht, für die Männer dreht ihr euch natürlich wieder um, denkt man sich oder fragt man sich vielleicht auch irgendwann, ja, denkt er denn vielleicht an eine andere? Ja, wenn da so die Luft raus ist oder man hat so das Gefühl, dass die Luft raus ist, dann kommt natürlich irgendwie diese Frage auf, denkt er an eine andere? Und ich habe mir überlegt, mache ich das jetzt heute mit diesen schönen Biedermeier-Karten oder mache ich das mit den Lenormand-Karten? Ich mache es mit den Lenormand-Karten heute und da würde ich sagen, wir legen doch mal den guten Gatten raus, wenn ich ihn finde. Wo versteckt er sich denn? Da ist er. So, da ist doch der gute Mann. So, den wollen wir jetzt mal auf feinstoffliche Art stalken. Ich bin ja letztens des Stalkings bezichtigt worden. Wenn ich in die Energien und Gefühle anderer reinhorche, ja, nennen wir es halt so. Also, wir fangen mal an. Wir werden uns jetzt mal wieder kurz entspannen. Ich hoffe, YouTube kommt nicht genau jetzt auf die Idee, wieder eine Werbung reinzuschalten. Aber wir versuchen es mal. Wir setzen uns hin. Keine Arme, keine Beine über Kreuz. Atmen tief ein und aus. Schließen die Augen, so wie ich das jetzt auch mache. Jetzt stellen wir uns unseren Partner vor. Stellen uns vor, wir sitzen in einem Raum auf einem Stuhl. Augen sind geschlossen. Vor euch steht ein leerer Stuhl. Jetzt bittet ihr in Gedanken euren Partner in den Raum hinein und Platz zu nehmen. Konzentriert euch auf ihn, spürt in ihn hinein. Und jetzt fragen wir ihn, denkst du an eine andere? Okay, jetzt sind wir connected. Das ist auch übrigens immer so die Prozedur, die ich mache, bevor ich ein persönliches Reading mache. Also da ist sehr viel Energie im Spiel. Da komme ich so richtig gut rein. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch so ein bisschen verbunden. Hier liegt der gute Mann. Und ja, wir wollen jetzt mal erfragen, ob er denn an eine andere denkt. So.
Ja, hier, gut, da lässt sich noch nicht so viel sagen. An der ersten Stelle hier ist der Schlüssel gefallen. Der Schlüssel, das ist eine Karte, ja, dass man sich jemandem öffnet. Vielleicht hat er sich einer anderen geöffnet oder vielleicht öffnet er sich tatsächlich ausschließlich dir. Das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Da müssen wir mal die nächste Karte anschauen. Will die? Ja, die will. Okay. Oh. Okay, als nächstes haben wir hier das Buch bekommen. Das heißt ja immer Wissen oder eben ein Geheimnis. Geht es hier etwa um ein Geheimnis? Hat er sich vielleicht einer anderen geöffnet? Denkt er an eine andere? Also er hat das Geheimnis im Kopf. Er hat da irgendein Wissen, das er mit sich herumträgt. Und hier geht es auch darum, sich jemandem zu öffnen. Oh, ich glaube, das wird eine spannende Legung. Da wollen wir mal schauen. Aha, okay, wie eingangs erwähnt, ja, der Turm hier für den Rückzug, stellvertretend dafür, dass du vielleicht schon so ein bisschen das Gefühl hast, dass er im Rückzug ist, ja, dass da irgendwas nicht stimmt, dass irgendwie Sand im Getriebe, irgendwas passt da nicht. Frauen haben da ja zum Beispiel ein sehr gutes Feingefühl dafür. Also die erste Reihe, die ist schon sehr verdächtig, muss ich euch mal sagen, meine Lieben. Hier hat es sich jemandem geöffnet. Ich sehe hier ein Geheimnis. Ich sehe hier auch den Rückzug, von dem wir gerade gesprochen haben. Und jetzt schauen wir mal, von welcher Karte er sich wegdreht. Aha, okay, also hier der Anker, das ist sein Halt, seine Stabilität, eigentlich ja die Beziehung selbst. In Liebesfragen ist der Anker für mich immer so der feste Halt, der feste Fels in der Brandung, die Beziehung, ja, das Zusammensein. Ja, davon dreht er sich jetzt hier gerade weg. Also momentan will er davon gerade irgendwie nicht so viel wissen. Schauen wir mal, was wir noch für eine Karte kriegen. Sehr interessant. Aha. Ja, und was dreht er sich hin? Zu was dreht er sich hin? Zu den Blumen. Also die Blumen, das ist ja auch ein Geschenk, eine Aufmerksamkeit. Ja, die Blumen heißen auch, da entwickelt sich etwas, da wächst etwas. Also langsam wird es schon sehr, sehr verdächtig, was hier vor sich geht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich der gute Mann hier ja anderweitig versucht zu beschäftigen. Aber wir schauen doch mal weiter, was wir noch für eine Karte bekommen. Ach, das waren zwei. Das ist ja eine interessante Legung. Also damit habe ich jetzt eigentlich gar nichts gerechnet. Aber wir schauen jetzt erstmal, wie es ausgeht. So, jetzt will ich auch noch keine Karte mehr springen. Das ist schon sehr verdächtig, Kollege. Das ist sehr verdächtig, was du hier machst. Oh, wow. Okay. Da haben wir jetzt die Sense. Jetzt wird es aber gleich nochmal spannend. Dann werden wir gleich mal sehen, wo die Sense reinhaut. Also diese Legung, die hat es jetzt irgendwie schon so ein bisschen in sich, würde ich fast sagen. Ich muss hier mal irgendwie. Och, mein ganzes Setup. Irgendwie mal schnell noch die Karten gerade rücken. Irgendwie wird es jetzt schon langsam sehr verdächtig hier, ne? Wir wollen jetzt die nächste Karte ziehen und das ist ganz interessant, was da jetzt kommt. Der Berg. Okay, also. Kann es vielleicht sein, dass er in der Beziehung in letzter Zeit so ein bisschen unzufrieden war? Er will hier scheinbar bis jetzt irgendwie seine Probleme oder seine Hindernisse, seine Blockaden, seine Schwierigkeiten lösen, indem er vielleicht an jemanden anderen denkt oder sich jemand anderem zuwendet.
Jetzt, ich muss jetzt mal die letzte Karte ziehen, damit ich hier meinen Überblick bekomme, was hier abgeht. So. Okay, und hier ist eine Partnerschaft zu sehen. Das ist ja sehr interessant. Also, lass mich jetzt mal dieses ganze Bild schnell aufsaugen. Ich sehe hier einen Mann, der dreht sich dem Wachstum zu, der Aufmerksamkeit. Vielleicht bekommt er irgendwo mehr Aufmerksamkeit. Er dreht sich hier von dem Anker, von seinem Halt in der Beziehung weg. Das ist für ihn gerade eher nicht so interessant wie hier das Neue, das hier irgendwie ins Wachstum gekommen ist. Wir haben hier die Öffnung, eröffnet sich jemandem, das ist ein Geheimnis. Er zieht sich auch zurück, er ist im Rückzug. Ja, er möchte hier tatsächlich seine Schwierigkeiten, die er wohl in der Beziehung wahrnimmt, wenn ihr Schwierigkeiten habt, entfliehen in eine neue Partnerschaft. Die Sense haut hier in die Probleme, in die Schwierigkeiten hinein. Die will er beendet haben, und zwar in Form einer neuen Partnerschaft. Ja, also ich finde das nicht ganz richtig. Wir wollen jetzt noch mal ja, eine Karte aus dem schönen Biedermeier-Deck ziehen. Okay, was haben wir denn da? Ja, genau, da ist jetzt auch die Falschheit gefallen. Also, meine lieben Zuschauerinnen, meine lieben Zuschauer, hier an der Stelle muss ich leider verkünden, dass dieser Mann wahrscheinlich tatsächlich an eine andere Frau denkt. Dieser Mann ist im Rückzug. Hier ist Falschheit im Spiel. Er wendet sich von der Beziehung ab. Er wendet sich etwas Neuem zu, was hier gerade im Wachstum ist. Er hat ein Geheimnis. Er öffnet sich jemandem und er entflieht seinen Problemen in der Beziehung in eine neue Partnerschaft. Zumindest hat er das vor. Also das ist jetzt eine sehr interessante Legung geworden, meine Lieben. Ich kann dir diese Frage in der Legung fürs Kollektiv jetzt, ist ja für alle, und du kannst damit in Resonanz gehen, ist es gut, kann ich dir sagen, ja, der Mann denkt mit Sicherheit an eine andere Frau. Wenn du natürlich jetzt nicht in Resonanz gegangen bist und hast auch so eine Frage, dann schreib mich lieber an. Ja, dann machen wir so eine Legung oder alle anderen Arten von Legungen natürlich gerne auch speziell nur für dich ganz persönlich, wenn das dein Thema ist. Und wenn du jetzt hier in Resonanz gehen konntest, ja, dann habe ich dir vielleicht jetzt den Impuls in die richtige Richtung geben können, dass du weißt, was zu tun ist, wo du deinen Hebel anzusetzen hast, ja. Wenn es dennoch deine Frage ist und du bist nicht in Resonanz gegangen, schreib mich gerne an. Meine Nummer ist ja unten in der Infobox, meine E-Mail-Adresse auch. Und ja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Sehr interessant, muss ich schon sagen. Da haben wir es ja mit einem ganz besonderen Exemplar zu tun, ne? Ja, also ich bin ja auch jemand, der die Karten deutet, wie sie da liegen. Das gilt auch für die privaten Readings. Ich deute die Karten so, wie sie da liegen, und ich sage auch, was Phase ist. Ihr bezahlt ja nicht für eine Märchenstunde, sondern ihr bezahlt ja für die Energie, die ich hier auffangen kann. Und das sage ich dann natürlich auch so, wie es ist, ne? Also nur so zur Vorwarnung. Ich beschönige hier nichts, niemals. Okay, na gut, also wenn es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn es hier ein Hund ist, der da liegt, ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen rauf, Kanal abonnieren wäre schön. Wenn ihr Kanalmitglied werden wollt und unseren Pferdehof unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne Kanalmitgliedschaft abschließen. Geht alles bei mir auf dem Kanal. Da steht alles, was ich mache, was ich tue, wie ich es tue, wann ich es tue, wie ihr mich erreichen könnt. Und ansonsten, ja, bleibt gesund. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann zum nächsten Video.